Liebe Online-Follower, liebe Freunde, diese Straßburg-Plenarwoche stand ganz im Zeichen der Rede zur Lage der Europäischen Union des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Er appellierte an den Zusammenhalt der EU und betonte, dass die Herausforderungen, vor denen wir in Europa stehen, nur mit Hilfe aller Mitgliedstaaten bewältigt werden können. Dazu gehört insbesondere der Klimaschutz, Migration und Asyl sowie die Sicherheit unseres Kontinents. Juncker forderte die Mitgliedstaaten dazu auf, ihre nationalen Interessen hinten anzustellen und mehr Solidarität insbesondere in der Flüchtlings- und Migrationsfrage zu zeigen. Man sollte so Populisten den Wind aus den Segeln nehmen, und er sagte wortwörtlich, Populismus löst keine Probleme, im Gegenteil, Populismus schafft Probleme. Ich stimme mit ihm in diesem Punkt absolut überein. Ein wichtiges Thema war auch die Entsenderichtlinie. Dazu hat das Parlament diese Woche einen umfassenden Bericht über Sozialdumping in Europa verabschiedet. Und damit wird der von den Sozialdemokraten geforderte Satz gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort eine erste Basis gegeben. Ein weiteres wichtiges Thema war der Treuhandfonds für Afrika, der durch Wirtschaftsförderung in mehreren afrikanischen Regionen zur Bekämpfung von Fluchtursachen beitragen soll. Ich habe mich dabei klar in der Plenardebatte positioniert und gesagt, dass Fluchtursachen zu bekämpfen, für mich beispielsweise Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit oder die Förderung von Gesundheitssystemen oder die Verstärkung von Bildung gehört oder eben auch zivilgesellschaftliche Akteure zu stärken. In meinen Augen fallen darunter aber nicht der Aufbau von Grenzanlagen. Und wenn jemand fliehen will und Anspruch auf ein Asylverfahren in Europa hat, dann darf er daran eben nicht gehindert werden. Sie können meine Rede sowie weitere Informationen zur Plenarsitzung auf meiner Webseite unter www.arne-dietz.de oder auf der Webseite der Europa-SPD www.spd-europa.de nachverfolgen. Und Sie können auch dort einen aktuellen Beitrag sehen, den ich mit Bernd Lange, dem Ausschussvorsitzenden für Handelsfragen hier im Europaparlament, zum Thema CETA gemacht habe. Dieses Thema ist das zentrale Thema zum Konvent der SPD jetzt am kommenden Montag, und ich würde mich freuen, wenn Sie die Chance nutzen und den aktuellen Stand mit Bernd Lange und mir hier über den YouTube-Film, den wir gemacht haben, verfolgen. Alles Gute aus Straßburg, bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Arne Dietz.